Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ja, letzte Aufnahmesession ist ganz schön lange her, also muss man mal wieder einfinden. Wo sind wir, was tun wir, was haben wir? Baumwolle. Ich vermisse es ein bisschen, dass man genauer sieht, was man hat und was nicht. Es wäre schön, wenn die ganzen Sachen, die man nicht hat, eher ausgegraut sind ein bisschen. Aber gut, soll so sein. Baumwolle. Es ist schwer, an gute Schiffe zu kommen. Zuckerrohr. Rum. Alpaka-Farm und Poncho-Weberei. Ich wusste, wir schaffen das. Okay, das haben wir schon. Dann kommen alle anderen daher. Okay. Kautschuk, das brauchen wir für Gummi später. Haben wir das schon oder haben wir das nicht? Also sieht es... Ah, auf der Insel 0, okay, das sieht man eh. Feuerwache auf der Insel 0. Das ist nicht gut, nehme ich mal an. Pflanzen wir hier halt mal einer hin. Kapelle. Haben wir eine. Polizeirevier haben wir auch keins. Einwohnerabstieg gibt es auch, okay. Auf Ihren Befehl. Okay. Auch unser Schiff. Erwarten neue Horizonte. Was tun wir hier nun? Okay, schauen wir mal nach Hause. Was haben wir hier zu tun? Wird repariert. Wie sieht's hier aus? Ich lese in dir wie in einem Buch. Schön. Ah, ja, ist sehr schön. Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Die wollen Pelzmäntel haben. Für Pelzmäntel brauchen wir Baumwolle und Baumwollweberei brauchen wir dann, okay. Hier brauchen wir die Jagdhütte, die haben wir bereits. Die Schneiderei haben wir wohl auch schon. Wo soll das sein? Hier. Okay. Hier ist die Baumwolle, oder? Hier. Haben wir. Das haben wir auch. Ah, hier sieht man sehr gut, wo das ist. Okay. Das sollte eigentlich was übrig bleiben, sollte man meinen, ne? Offensichtlich ist dem nicht so. Spielstand gespeichert. Baumwolle sollte nicht übrig bleiben. Wo ist die denn? Baumwolle ist nicht übrig, aber Baumwollstoff ist schon noch da. Wie es auch sein soll. Ah, Holz haben wir eh. Also wir können jetzt mal eine Brücke hier drüber bauen. Dafür viel Platz, leider. So.
das Lagerhaus. Eine Straße. Okay, dann machen wir was so. So. Elektrizität. Aber auch mal Öl und alles. Aha. Okay. Okay. Das wird noch interessanter. So, das haben wir. Warte mal. Ach ja, okay, wir haben E4 gebaut. Okay. Muss halt einer damit zurechtkommen. Bier kriegen wir von hier nicht. Müssen wir alles woanders produzieren. Hospital. Haben wir sogar schon. Nähmaschinen, Zigarren. Zuckerrohr. Also die Frage, wo unsere Schiffe sind hier. Ach, der hat schwere Geschütze dabei. Okay. Eins, zwei, drei Linienschiffe schon. Ah, die kann man auch leicht so gruppieren, das ist sehr gut. Lotte unterwegs. Schau mal mit den Piraten aus und vor allem mit Diplomatie aktuell, okay. Aber natürlich, viele, viele, viele. Du möchtest wohl ein Fleißsternchen? Die Waffenruhe wurde beendet. Ui, wir haben. Das Geld schwankt auch gewaltig bei uns. Piratenschiff. Wir wären dann soweit. Oh, pünktlich auf die Minute. Wie immer. Von mir werden Sie keinen Mucks hören. Ich denke nicht, dass es zu durchsichtig ist. Oh, auf keinen Fall. Es trägt Ihre Handschrift. Sind Sie ein Überbringer trügerischer Wahrheit? Niemals. Du bist eine sonderbare Art Genie. Ihr hat das gefallen, okay. Die Waffenruhe wurde beendet. Das zieht er sich schon wieder zurück, oder was? Flotte segelt in Formation. Ja, okay, wir haben Gegenwind, das ist natürlich blöd. Ja, sehr schön. So. Dann gehen wir unsere Kanonenboote hier hin. Das sind wahrscheinlich die beiden hier, genau. Flotte beginnt Geleitschutz. Okay, das hier. Gespeichert. Unser Flaggschiff ist hier. Ha. Feigling. Lassen wir die mal hier stehen. So als Warnung. So, wir schauen mal jetzt hier. Okay. Hier mangelt es am Eisen ein bisschen. Aber wo warten unsere Dings? Hier. Hier ist das Ganze. Aber die bekommen das irgendwie nicht. Aber wir haben doch.
Moskito und die Hydra. Jedes Schiff braucht ein festes Ruder. Die Hydra. Ach, sie sind gerade angekommen, okay. Alle sind scheinbar ein bisschen. Ich bin auch ein Genie. Was geht das hier irgendwie? Okay, das geht aber gar nicht. Ja, Mist. Ich dachte, vielleicht könnte man einfach hier irgendwo noch die Dings Menschen bauen. Lassen sie hochleben. Yay. Ja, wobei doch, man könnte es hier bauen. Man könnte es hier bauen, vielleicht. Mal schauen. Eine Anlegestelle. So. Verwenden wir das automatisch? Hi. Oh ja, die verwenden das Automaten. Sehr gut, damit geht es ein bisschen schneller. Hoffe ich. Also los, Burschen. Holt es euch halt, ne? Ui, wir brauchen ja noch ein Lagerhaus. Da ist ja auch noch ein Lagerhaus. Das sind drei Lagerhäuser hier, das genügt euch nicht. Glaub's nicht. Beeil dich, Mann, beeil dich. Machen wir hier auch noch einen Reparaturkran hin. Admiral. Die Menschen lassen sie hochleben. Sie haben an Einfluss gewonnen. Lotte bereit. Ha. Komm her. Komm her. Lotte legt ab. Schiff unter Beschuss. Berufsrisiko. Neue Befehle? Sie ehren meine Familie. Na sowas. Mehr als bereit. Ein bisschen rum. Ja, da zieht er sich gleich mal wieder zurück. Oder sie. Stillgestanden! Der Admiral! Bleibt schön weg hier. Ich warne euch. Spielstand gespeichert. Ah, haben wir ein bisschen zu wenig Kanonen, leider. Wo haben wir die Kanonenbauer hier? Bin überfordert. Aber genug auf jeden Fall. Machen wir da noch irgendwo einer hin vielleicht. Schauen wir hier sonst aus. Rosige Wangen und Heiterkeit. Danke, Maya. Bier haben wir zu wenig. Pelzmäntel haben wir genug jetzt auf einmal. Okay. Das ist schön, der hat auch genug.
Okay, also was haben wir hier? Ah, ein Festumzug. Das Lager ist voll. Also die, was führt sie zu uns? Die Schnapsbrenner. Aber wir sind ja offensichtlich voll. Voll mit Schnaps. Einsatzbereit. Müssen die sich halt ein bisschen mehr beeilen. Was haben wir denn hier noch? Ei, ei! Flaggschiff oder ein Clipper? Okay. Das Problem ist nur, wie heißt der? Ein bisschen unkomfortabel gemacht. T-Soys. Hier passt schon wieder irgendwas nicht. Schnaps wird geladen. Ja, und was ist das Problem? Auf geht's, T-Soys. Beweg dich. Ein paar Fregatten wären vielleicht auch nicht schlecht noch dazu. Jetzt haben wir aber hier irgendwo Schiffe stehen, oder? Kann das sein? Ja. Einteilige Unterwäsche? Nein, zu pieksig, zu ungelenk. Hemd mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Jeder für sich bitte sei still. Alter, bitte sei still. Ja, ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Auch mehr Bewegungsgeschwindigkeit, aber dauerhaft. Ja, soll es nicht auch Dampfschiffe noch geben? Oder kommen... Ah, das kriegen wir wahrscheinlich erst später. Da gibt es wahrscheinlich dann eine neue Werft oder so. Ah, wann können... Oho, die können bereits aufsteigen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ingenieure. Ach, das sind alle weiblich. Was haben wir jetzt hier? Stahlbeton. Wow. Sie haben ein neues Zwischenziel. Dafür brauchen wir dann Zement. Und auch hier Kraftwerk. Brillen. Quarz für Glas. Zink und Kupfer für Messing. Der kaiserliche Hof wird von ihrem Fleiß und Ehrgeiz erfahren. Garten. Ich könnte niemals die Sicht der Handwerker verstehen. Kunst ist Wissenschaft. Elegant und schön, aber mit Sinn. Dampfschifffahrt. Dicke Bertha. Da gibt's neue Geschütze. Das kostet wahrscheinlich das hier, ne? Genau. Schwere Geschütze. Stahl oder... Ja, Eisen. Ja, stimmt. Stahl. Schweinezucht. Was ist das? Teig... Teigsalpeter für Dynamit. Okay. Hochräder, oh mein Gott. Dampfmaschinen. Spielstand gespeichert. Das war mal der Kautschuk, okay. Da kommt dann noch der Kaffee. Wow, okay, da haben wir wieder was zu tun, oh mein Gott. Aber mit den Dampfschiffen? Ah, dann... Deshalb gibt es wahrscheinlich auch den Wind, ne? Wenn man Dampfschiffe hat, ist man dann bei weitem nicht mehr so stark, so sehr auf den Wind angewiesen. Öl, aber dafür brauchen wir erstmal Beton, das heißt, wir brauchen erstmal den Zement hier. Aber dafür brauchen wir irgendwo in der Gegend auch ein Lagerhaus. So. Das geht ja hoffentlich aus, dass du da herliefern kannst, oder? Ah, da kann man die Gebäude dann auch mit Strom versorgen. Die Waffenruhe wurde beendet. Okay. Also, dafür brauchen wir einfach nur Stahl. Öldepot muss man dann bauen. Ölhafen können wir auch bauen. Kraftwerk. Okay, wir brauchen nachher Kupfer und Zink.
Kupfer haben wir schon. Das können wir sicher gleich mal unter den Nagel reißen. Okay, können wir nicht, weil wir auch Stahlbeton brauchen. Quarz. Elektrizität optional. Achso, das heißt, die Minen kann man dann auch versorgen. Wart mal. Haben wir das nicht schon hier? Genau, Quarz kriegen wir ja schon, aber wir werden wahrscheinlich etwas mehr brauchen. Die können wir dann auch mit Strom versorgen, okay. Quarz haben wir schon mal. Glas haben wir hier ebenfalls. Davon können wir eine weitere bauen. Wie heißt das Ding? Glashütte oder was? Heißt noch immer Glashütte. Wie 400 Jahre zuvor? Wie viel Glas haben wir denn? Okay, Glas haben wir ganz ordentlich. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Erstmal. Wir brauchen dann das hier unbedingt. Dafür brauchen wir Zement. Achso, Betonwerk, das können wir auch schon bauen. Ja, egal. Das können wir ruhig hierhin bauen. Aber der braucht 30, der braucht eine Minute. Das heißt, wir können davon zwei versorgen. Das ist gut. Wir können es uns nur gerade nicht leisten. Okay. Dafür brauchen wir dann auch Messing. Ich hoffe, wir haben genügend Eisen. Also, Stahl. Ja, Stahl haben wir. Und der Part ist ja auch schon zu Ende wieder. Also, Freunde, was haben wir hier für ein Problem? Okay. Ausbauen. Also, Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.